Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Schlosskonflikt mit eurem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Ja, ich habe mir gedacht, probieren jetzt einfach mal aus, ob es Leute gibt, die uns in Mesa 4 haben wollen. Und das wäre schön. Sehr schön. Okay. Ich glaube nicht. Wiki. Okay. Das wird vielleicht ein wenig böse enden, aber es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Aber es kann. Ja, also mein PD ist nicht tot. Das ist gut. Verliert ihr. Warum sollen wir das verlieren? Sieht gut aus. Packen wir. In der Zeit spiele ich mal ein bisschen mit meinem Karambit. Für alle, die es nicht wissen, googelt jetzt Karambit. Eine Reiserntemaschine. Ja, eine Reiserntemaschine. Natürlich nur zum Reisernten. In Deutschland. Ja. Klar. Oh. Ist denn Eros jetzt auch mal 140? Schon lange 140. Nein. Der ist 100. Keine Ahnung, welches Level der gerade ist. Ich glaube nicht, dass es meiner ist. Ich glaube, meiner ist 120. Soweit ich weiß. Ah. So. Das nächste Mal, wenn du Drop brauchst, sag einfach, ich hab genug Geld. Ja, ich zock mir immer CSGO, wir haben es aufgefallen hier, ja. Wie immer, der zockt ja immer CSGO. Aber dies ist ja nicht schlimm, denn uns soll es ja nicht interessieren. Was glaubt? Zumindest gerade nicht. Und es wäre ganz schön, wenn du die Fresse halten würdest. Ne, Spaß. Einfach nur ein bisschen leiser. So, ich weiß, bei CSGO ist es schwierig, leise zu sein. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ach, komm schon. Wir müssen ihn hinkriegen. Komm, wir schaffen das. Der Blaue ist fast tot und der Grüne wird dann einfach mal schnell weggenatzt. Okay, das war jetzt der letzte Stun. So, perfekt. Auch ein guter Start. Nach dem Stun passt. So, zack, zack, zack. Okay. Es wird weitergeprockt und der Grüne ist so gut wie tot. Ihr seht hier schon. Bumm, 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 bumm. Boom, boom, zack. Und weg ist er. Und wir bekommen eine grüne Truhe. Naja, naja. Blau sind die besten. Ich finde rot am coolsten. Ja, nur weil die Chance so gering ist. Ich muss gerade nochmal den Timer gucken, weil ich mal wieder vergessen habe zu starten. Egal. Machen wir noch so 7 Minuten circa. Ah ja, 5. Okay. Egal, mal sehen. Wie es sich ergibt. Genau, wie es sich ergibt. So, jetzt holen wir uns erstmal 60 Splitter. So, was habe ich eigentlich beim Gildenboss gekriegt? 11.780, okay. Hauptsache es ist über 10.000, da passt es. Und was haben wir denn hier Schönes? Egal. Oder? Nee. Wir machen es jetzt. Machen wir doch kein Mesa, habe ich keine Lust drauf. Wir werden das alles nur mit Vlad tun. Muhahaha. Und alle tot. So, ich finde es aber auch lustig, dass die fliegenden Champions durch Einheiten, die am Boden kämpfen, nicht angegriffen werden können. Und jetzt machen die überhaupt nichts. Geist, Eros, ja, mit dem könnte ich noch angreifen. So, ein Molter wäre was ganz Schönes, ne? Weil ich will eigentlich die nächste Zeit nicht mehr so viel Geld, also
nicht Geld in Schlosskonflikt investieren. Ich habe da Wichtigeres. Hust, hust, Cisco. Und ja, da investiere ich derzeitig ein bisschen. Hust, hust, ein bisschen. Domi weiß schon, was ich meine. Und ja, aber passt schon, ne? Vielleicht fließt irgendwann mal wieder was in Schlosskonflikt. Jetzt habe ich alle platziert, egal. Egal, dann zernatzen wir die halt schneller, als wir gucken können. So, alles tot, 6 Edelsteine bekommen. Das Ding haben wir abgeschlossen und Heldenprobe interessiert sowieso keinen. Oh, hier ein bisschen was an Spenden. Du bist ja 8000. Das ist doch nicht viel hier. Was haben wir hier vor? Na, ja, vor der Endgame-Boss heraus habe ich doch erst. Was ein Scheißdreck. Vielleicht habt ihr es gerade gehört, aber mein Video hat gerendert. Ja, yeah, Monster Legends ist fertig mit Rendern. Ist voll geil, dass mein PC neu gemacht wurde, weil jetzt kann ich auch nebenbei rendern, während ich aufnehme, und ich habe eigentlich so gut wie keine Probleme. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Nur das Hochladen. Damit habe ich noch ein bisschen die Probleme. So. Ein Vladbrock und alles ist weg. So läuft das. Nebenbei gucke ich Domi ein bisschen beim Cisco-Spielen zu. Und ich ziehe mir nochmal einen Bonbon rein. Hm. Mir schmecken die roten besser. Bäh. Hab gerade so einen grünen Bonbon im Mund, der schmeckt voll ekelhaft. Hab Mitleid. Fuka. Domi hat, glaube ich, gerade einen Zuckerschock erlitten. Nein, ich habe gerade einen Russen nachgemacht. Ach, er hat einen Russen nachgemacht. Naja. Weil die sagen, weil die einzigen drei Wörter, was die bei CSGO sagen, heißt Kova, Suka und Zack mal Dick. Sind die einzigen drei Wörter. Und du? Ja. Aber der eine in der einen Runde, der hat es auch geschafft, durchgehend Wodka, Wodka, Putin, Putin zu sagen. Also, Wodka, Putin, Wodka. Wir konnten uns gut unterhalten. Also ich habe natürlich geantwortet mit Putin, Putin, Wodka, Wodka, wie man das normalerweise auch macht, um freundlich zu antworten, wenn jemand einem so entgegenkommt. Nur leider ist es etwas eskaliert und ich hätte ihn fast umgebracht. Aber es war nur fast. Und am Ende haben wir die Runde verloren, aber das braucht ja keiner zu wissen. So, Welle H5 gepackt. Perfekt. Wir können uns das abholen. Und weil ich gerade lustig finde, mache ich jetzt den 40er Dungeon. Weil ich gerade Lust drauf habe. English, man! Can you know English? Can you know English? No, ich sag am Glück. Wer braucht schon Englisch, Junge? Ich spreche Chinesisch. Spaß, ich spreche kein Chinesisch. Und es hat mich kaum Zaubergrad gekostet. Wenn ich jetzt noch die 40 Splitter bekomme. Habe ich sogar bekommen. Also, hat sich mal gelohnt. Ein Zauber für 40 Edelsteine. Ist nicht schlecht. Machen wir nochmal. So. Hauen wir die wieder rein. Jetzt können sie gerne von mir aus alles weghauen, was sie sehen.
Und ich glaube, jetzt muss ich. Nee, musste ich nicht, aber ein Heal könnte vielleicht Ace, rein. Motherfucker! Hast du geaced? Ace! Tommy, hast du geaced gerade? Ja. Tommy hat gerade alle 5 in CSGO umgebracht. Ja, also alle Gegner. Trotzdem Diffuse. Diffuse. Die wissen, was ich meine. Die wissen ungefähr, was ich meine. Ja, Leute, würde ich auch sagen, was das mit dem Video, bevor das noch irgendwie Überlänge bekommt. Und dann würde ich auch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.